Cindy Rüger, 6:3 gegen die Slowakei in diesem Auftaktspiel. Wie hast du dein erstes WM-Spiel erlebt? Also es war mega cool, um für die Schweiz zu spielen an der WM. Und es war ein riesiger Support von den Fans, von den Eltern, also egal was es war. Und auch vom Team, für jeden Block safe oder was auch immer es war. Man ist richtig unterstützt worden. Und es hat auch Mut gemacht zum, und natürlich auch ein bisschen Feuer zum Vollkämpfen für das Spiel. Im Mitteldrittel hat es ein bisschen schwer, da, eure Überlegenheit in Tor umzumünzen. An was ist das in deinen Augen gelegen? Ja, ich denke, wir haben Fehler zwar gut ausgenutzt, aber zu wenig ist kalt. Wir haben einfach die Torchance nicht unbedingt machen. Oder wir denken, ja, vielleicht geht er schon rein. Und dann müssen wir einfach eiskalt werden und sagen, der geht rein. Und dann schiessen wir auch die Goal. Dann hat es zwei schnelle Goal gegeben am Anfang des dritten Drittel. Hat euch das die Selbstvertrauen gegeben, das es gebraucht hat, um dann nochmal einen Gang aufzuschalten? Ich denke schon, weil es war auch ein bisschen Erleichterung, dass wir vorne sind und unser Spiel noch auspacken können und zeigen, was wir können. Und es ist, also, soll ich sagen, es ist wirklich gut, dass wir dort die zwei Goal geschossen haben, dass wir auch ein bisschen ruhiger können spielen und wirklich fokussiert das Spiel noch zu Ende spielen und den Sieg einnehmen. Merci vielmals und viel Glück für morgen.